Wir bekommen Heavy Machinery. Ja, yeah, we are happy. Hier wartet Arbeit, aber sowas von. Wir haben ein Problem. Unser Buja ist stecken. Sami, die versucht gerade auszugraben. Ich stelle mich einfach mal hier ins Pothole. Das ist nicht normal. Hey! Der Beste! Ich bin so froh, dass ich den Kerl habe. Das war noch nicht die schlimmste Stelle. Und jetzt wird es richtig übel. Oh, Sami, hau mal. Das ist der Beste! Ja! Scheiße. Da, das da. Ja, genau. Das Bahn hier. Ja, wunderbar, geschafft. Wir kommen nach Hause. Die Kästen Bier sind auch safe. Ey, alles cool. Ja, meine Fahrstunden, die haben funktioniert. Boah, guckt euch mal den Nebel da vorne an. Guten Morgen, meine liebsten Sinanuba. Boah, ich bin echt fertig. Jetzt geht anscheinend alles Schlag auf Schlag. Mit dem mittlerweile gewohnten Tag Verspätung sind die jetzt gerade in Begro angekommen. Ich konnte hier aber nicht weg, weil zufällig auch der Carpenter, der Zimmermann, mit seiner Truppe angekommen ist. Die haben jetzt die Roofing Sheets, das Wellblechgedön da für unser Lagerhaus endlich gebracht. Und das wird jetzt fertig gemacht. Also, ab nach Begro. Großer Tag heute. Meine Güte, echt auf die Minute genau angekommen. Das ist ja unglaublich. Ja, erstmal voll danken hier an der Goyle. Finde ich ja geil, die Goyle. Jetzt noch 15 Kilometer bis nach Duopolis. Oh meine Güte. Danke, Leiter. Wow. Und schon geht's los. Say hi! Hi! Abednego fährt. Wir sind mit dem Bubuja ein bisschen später nachgekommen. Jetzt lasse ich mir das. Ey, Kakrakaka! Ich habe mir ein paar YouTube-Videos angesehen und lass mir jetzt durch Arbeit nochmal zeigen, wie die Scheiße funktioniert. Ich mag den Kerl! No, Bruno, thank you. Oh, das ist gut. Ich lerne jetzt, dieses Gerät hier zu bedienen. Das wird ein Spaß. Und da kommt Herbie. Die Straße ist wieder für ein Auto passierbar. Oh, 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 oh. Ja? Ja, Mann! Geil, Alter! This is more than your car. The Mohawk. Is it a Mohawk? You have a car you like. Unimog! 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 I love Unimog! Nee, eine Kippe an, ey, sonst halte ich das nicht aus. Also ernsthaft. Das ist alles nicht echt. Das ist alles nicht echt hier. Das ist doch nicht mehr normal. Meine liebsten Sinanuba, guten Abend. Einem der schönsten Sonntage mal wieder. Also, die waren jetzt gerade mal hier. Backhoe, unser Schaufelbagger ist angekommen. Ha, guck mal, was ich hier schon alles weggebaggert habe. Heute ging es irgendwie Schlag auf Schlag. Da war auch echt eine ganze Menge los. Schaufelbagger kam an, vollgetankt, dies, das. Und jetzt habe ich hier auch schön die Steine mal direkt weggebaggert. Ey, das macht einen Spaß. Es ist keine Raketenwissenschaft. Definitiv nicht.
Jetzt bin ich hier lang gefahren, mache ich wenigstens erstmal die Vossi Road mal schön. Das ist nämlich die Vossi Road. Und habe hier ein paar von diesen ganzen dicken Kloppern erstmal beseitigt. Bisschen sauber gemacht und sowas. Dann komme ich an dem größten Klopper an. Setz rückwärts, ey, und die Kiste bewegt sich nicht mehr. Da ist tatsächlich der Stand hinten, der rechte runtergefallen, weil die Hydraulik versagt hat. Wie gesagt, Maintenance ist hier nicht so unbedingt das am größten geschriebene Wort. Man ist mit Problemen konfrontiert, die hätte man sich im Traum nicht ausdenken können. Dieser, wie nennt sich das? Stand. Der lässt sich jetzt nicht mehr hochfahren. Juti, das erstmal als Update. Ach, die Vogelwelt hier ist echt interessant. Wenn man fragt, wie die ganzen Vögel heißen, also hier ist so einer, der ist extrem rot. Das ist der Redbird. Dann ist hier einer, der ist ziemlich blau. Ratet mal, wie der in der Landessprache heißt. Oh, mein liebsten Sinanuba, solange ihr noch am Rätseln seid, mache ich mich mal auf den Weg runter in die Farm. Denn ich muss den Jungs zeigen, wie man die Mangos richtig schneidet. Mal Cutlass brauche ich auch noch. Das hier sind Cutlass. Macheten. Und da habe ich mir einen neuen Griff jetzt gestern dran gemacht. Nicht schön, aber sehr wirkungsvoll. Ja, und da unser Bagger im Moment noch nicht einsatzbereit ist, werde ich mich mal auf den Weg machen. Boah, habe ich eine Lust, ey. Bitte, hier ist übrigens unser Lagerhaus. Tolle Arbeit, ne? So für 3 Monate. Und wie ich das hasse, wenn der ganze Müll überall rumliegt. Ey, und das hier, das ist... Ach du meine Güte, wie lange soll denn das halten? Blick von außen, doll, ne? Naja, weiter geht's. Gott, ey. Wie sollen wir dem hier jemals Herr werden? Selbst zu Fuß darunter ist ein Krampf, ey, und Maintenance ist ein Fremdwort. Naja, ich bin kaputt. Also, ich wollte mich mal für die ganzen echt netten Kommentare bedanken. Das war wirklich sehr aufbauend. Und dann kommen so Momente, wo zum Beispiel die Dame an mir vorbeigerannt ist. No problem, thank you. Alles baut dann auf und animiert zum Weitermachen. Ich hoffe, wenn das Maschinchen einsatzbereit ist, geht's hier mal richtig los. Es wird nicht besser. Sage mal, also wer das hier wiedererkennt, hier ist unser Gatter. Und ich habe denen gesagt, nicht permanent die ganze Straße, sondern einfach mal ab und an. Ein bisschen wegschlagen, sodass das halbwegs als Straße erkennbar bleibt. Sodass man mit dem Maschinchen dann später auch hier einfach reinfahren kann, ohne irgendwie den Abhang runterzurollen, weil man nichts sieht. Ja, und das Zeug hier, stell mich mal an. Boah, das wird noch einen guten Meter höher. Naja, gleich sind wir in der Farm. Juhu. Aber den Anblick liebe ich jedes Mal aufs Neue. So schön. Und so sieht es dann am Ende aus. Kanopie ist jetzt schön frei, kann die Sonne rein. Das war nämlich ein Busch und kein Baum. Er hat jetzt ganz schnell mitgeschnitten. Die, die straight nach oben gehen, die kommen ab, weil die nur Licht klauen. Und dann soll das Ding in die Breite wachsen und schön klein bleiben. Die Mangos, die gehen dann bis ganz nach da oben hin. Ja, hier waren unsere Karotten, Tomaten, dies, das Felder. Das ist für die Katze, ey. Zum Mäusemelken. So, auf den Baum bin ich sehr gespannt, wie die das hinkriegen werden. Hier sehe ich auch direkt ein paar V-Shapes. Jetzt haben die tatsächlich... Ach, ich kriege einen Anfall. Also ernsthaft? Ich glaube das nicht. Alles voll mit Mais. Schaut mal, die Mangobäume stehen im Schatten. Sag mal, warum? What the fuck? Oh, ich kann nur noch mit dem Kopf schütteln. Ey, ernsthaft? Man sieht die Mango Trees hier überhaupt gar nicht mehr. Guck mal. Das ist doch ein schlechter Witz. Also ich bin umzingelt. Ach, egal. Egal, egal, sonst wird mir wieder was unterstellt. Also, ich will nicht, dass die meine schlechte Laune abkriegen.
Sag aber mal ernsthaft, Leute. Also, ihr seid bestimmt genauso Farmer wie ich. Und wenn man jetzt kleine, schöne, buschige Mangobäume, die sogenannten Sonnenfrüchte tragen. Sonnenfrüchte. Da ist es doch das Naheliegendste, die einfach von irgendwelchem Kraut umzingeln zu lassen, was denen die ganze Sonne nimmt. Guckt euch das mal an hier. Also das ist wirklich grenzenlose... Den sieht man überhaupt gar nicht. Also der ist ja schon schlimm, aber... Und da steht alles voll. Da steht alles voll. Und die stehen jetzt alle im Schatten. Ah. Ich fasse das nicht. Kann ich mich mal reagieren. Das sind Plantanen, die wachsen wie Unkraut. Oh, hier habe ich schon letztens gewütet. Weil es geht um den hier. Nicht um diese scheiß Plantanen hier. Guckt euch das mal an. Das ist so ein scheiß Witz, ey. Arme Bäumchen hier. Ja, jetzt kann auch Sonne hin. Ich gehe mich mal weiter abreagieren. Ich frage mich ernsthaft, ob ich mit Wänden spreche. Guck mal da hinten. Die haben überhaupt gar keine Luft. Das ist doch echt nicht normal. Ey. Oh, meine. Und so weiter. Meine Güte, ey. Manchmal denke ich, ich spreche Chinesisch. Verdammt normal. Kümmert euch um die Mangos. Das sind die so-called Sunfruits. Guck mal hier, das habe ich jetzt gerade angerichtet. Keine Ahnung, halben Stunde oder so mal richtig abreagiert. Und hier ein Schlachtfeld hinterlassen. Das Wichtigste ist hier, das arme kleine Ding. Ey, sage mal, ist das eine fucking Mango? Nein, es ist nicht. Weg damit. Mann. Ja, das ist mein Werk. Die kriegen jetzt wenigstens alle mal ein bisschen Licht ab. Aber wie gesagt, hier kam dann jemand auf die unfassbar höchst clevere Idee, Mais zu pflanzen, der noch größer wird. Hier haben wir ein ganz besonders behütetes Exemplar. Die Sonne kann man auch mit ganz viel Fantasie an noch weitere Mangobäume erkennen. Hier habe ich gerade aufgeräumt. Macht ehrlich gesagt auch irgendwie Spaß, auf die Dinger hier einzuschlagen. Ein Hieb. Ein Hieb. Na gut. Das mal teilen. Oh Gott, ey, was ist mich das alles an hier? Ja, ey. Ja, den noch, und dann muss ich auch zurück. Sonst wird's duster. Und hier. Alles voll Mais. Das heißt, die nächste Ernte für den Arsch. Wofür prunen wir die? Also das sogenannte Beschneiden. Damit Kanopi, deren Blätterdach gelichtet wird und Sonnenstrahlen da reinkommen können, um die scheiß Früchteproduktion zu stärken. Ja, also wirklich. Und dann Mais pflanzen. Boah, also ich muss echt überlegen, auf welcher Skala sich diese Entscheidung befindet, von wegen Fahnenstange der... Ach ey, lasst mich in Ruhe. Oh, dieser Berg geht nicht. Also selbst mit dem Jungle-Motor ist das
nicht mehr möglich. Zu steil, zu viel Geröll, zu viel Sand. Aber auch mal ein schöner Sonnenuntergang von hier, wa? Tolle Perspektive. Wow. Ja, und da unten komme ich her. Und da oben ist unser Service Tree. Und neben dem rechts, da steht der Rossi. Und guck mal, aua, scheiße. Und da oben steht der Bagger. Dann mache ich gleich ein Lagerfeuerchen. Machen wir ein Bier auf, weil anders ist das nicht auszuhalten hier. Und das soll jetzt wirklich nicht falsch klingen. Ich mag es hier, aber Frustrationslevel ist am Überkochen. Mama mia, war das ein Aufstieg wieder. Aber Feuer hingekriegt. Tada. My only joy here. Erstmal heize ich noch das Wasser auf, weil sobald die Sonne weg ist, ist das echt frisch hier draußen zu duschen. Und wie geil. Ich habe fließend Wasser, wenigstens das. Da hinten haben die eine Dorftoilette. Geht schon überaus gut hier. Aber naja, da ist noch eine Menge zu tun. Also gute Nacht von hier. Wünsche euch natürlich allzeit eine gute Fahrt. Drin Zentimeter Luft unter der Ölwanne. Und gehabt euch wohl, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.